Hallo und herzlich willkommen zur neuen Let's Play von mir über das Spiel Rise and Shine. Ist ein sehr bunter Comic-Shooter, was mir jetzt von der Grafik her, von den Bildern, was ich gesehen habe, so gut gefallen hat, dass ich dachte, ich hole es mir gleich. Ist ein bisschen vergleichbar wie ganz Gore in Cannoli, wie heißt jetzt das Spiel? So in dem Dreh. Wir werden jetzt einfach mal das Tutorial spielen, damit wir hier ein bisschen ins Spiel reinkommen. Ich habe es nämlich noch nicht angespielt. Ich habe es mir vorhin erst runtergeladen. Was? Willkommen im langweiligen, aber wirklich kurzen Tutorial von Rise and Shine. Benutze den Bewegen, um zu laufen, laufe zur Flagge. Also A und D. Naja, schaut doch putzig aus, die Kleine. Drücke die Springen-Taste, also die Leertaste, um mit deiner Waffe zu springen. Wenn du willst, kannst du sogar einen Doppelsprung machen. Okay. Oh. Okay, das geht zweimal auf die Leertaste, wie immer. Kommen wir nun zum Geballer. Halte den Waffe ziehen gedrückt, um deine Waffe zu ziehen. Benutze den Ziehen, um zu ziehen, und drücke dann den Schießen, um zu schießen. Ja, okay. Ach ja, zerlege am besten mal das Schwebeziel dort. Also, rechts anvisieren. Links und links schießen. Also, ist eigentlich recht einfach. Also, wie gesagt, von der Grafik her schaut es wirklich gut aus. Auf zu einem kleinen Sprint. Drücke beim Laufen in eine beliebige Richtung die Sprinten-Taste. Okay. Da glaube ich, wäre es mal lieber, wenn man die umstellen würde auf die Umschalttaste. Drücke Deckung, wenn du dich in der Nähe eines Hindernisses befindest, um dahinter in Deckung zu gehen. So bist du vor feindlichen Kugeln geschützt, während du zurückfeuerst. Also, F ist Deckung. Dann haben wir hier unser Ziel. Da können wir ganz normal, wenn wir hier mit der rechten Maustaste drücken, hier aus der Deckung rausgehen. Na? Und lässt denn der sein Schutzschild nach? Jetzt. Und drauf damit. Also, Steuerung für, funktioniert eigentlich einwandfrei. Das war schon gar nicht so schlimm, oder? Wenn du bereit bist, drücke... Okay. Also, das Tutorial war recht einfach. Steuerung also ist einfach recht zu verstehen. Wir müssen jetzt mal schauen... Die Steuerung mal anpassen. Sprinten. Weil Sprinten gefällt mir eigentlich auf dieser Taste überhaupt nicht. So, in Deckung gehen, F, das lassen wir so, das ist gleich da dran. Munitionsart auf E, das passt auch. So, das passt eigentlich so. Ich bin zufrieden, wie gesagt, die Sprintentaste habe ich jetzt mal geändert. Aber der Rest ist vollkommen okay. So, wir starten jetzt einfach mal ein neues Spiel. Beim Starten eines neuen Spiels wird dein Spielfortschritt überschritten. Ja, da ich ja noch nicht gespielt habe, kann man eh nichts überschreiben. Ein Junge namens Royce findet sich mitten in einem Krieg wieder, den er nicht verstehen kann. Doch vielleicht kann er... Ein Junge? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das ist ein Mädchen. Okay, dann spielen wir halt einen Jungen. Royce, was machst du hier? Du musst von hier verschwinden. Okay, müssen wir mal drücken. Aber für mich schaut es trotzdem aus wie ein Mädchen. Bist du verletzt? Was ist passiert? Hör mir zu, Rice. Du musst hier so schnell wie möglich verschwinden. Hast du mich verstanden? Okay, aber bist du? Geh, Rice. Ich versuche, etwas durchzuhalten und das Ding abzulenken, während du... Okay, er ist tot. Welches Ding ist denn das? Hört sich nach was Großem an. Ja, das ist wirklich groß. Das ist verdammt groß. Level 999. Willst du das wirklich tun? Eine Stunde zuvor. Okay, das denke ich mal wird unser Endgegner. Oh, schaut hin, da ist die Welt nur alles heile. Ah, wir dürfen uns schon bewegen. Hey, was ist jetzt los? Hey! Habe ich noch gar keine Waffe oder was? Hey! Was muss ich denn machen? Blam!
Na, da hat man jetzt Glück. Ich habe nicht nur gar keine Waffe. Keine Bewegung. Ich muss... Boah, ist das Kopfschuss? Schaut so aus. Ah, von dem bekommen wir jetzt die Waffe. Mal gucken, ob wir hier irgendwas mitnehmen dürfen. Also, es seht ihr selber, die Grafik ist wirklich herrlich hier in dem Spiel. Da gibt es nichts weiter. Der lebt noch. Alles klar bei dir, Kleiner? Ja, alles klar. Hey, freut mich zu hören. Bei mir leider nicht. Keine extra Leben mehr. Wie heißt du, Kleiner? Rice. Passender Name für das, was du vor dir hast. Beten wir zu den Schöpfern, dass unser Planet in einem Stück bleibt. Aber wir hatten Frieden mit dem Weltraumgrunzern von New Gen. Warum zerstören sie auf einmal unseren Planeten? Hust, keine Ahnung. Sie kämpfen einfach gerne, aber hör zu. Du bist jetzt der neue Träger von Shine. Shine ist die heilige Waffe, die uns alle retten wird. Nimm dies, Rice. Shine gehört jetzt dir. Ach so, Shine ist die Waffe. Aber ich kann nicht. Schau dich um, Junge. Hier ist niemand mehr am Leben. Ganz Game Art zählt jetzt auf dich. Bring Shine einfach zu unserem König. Er wird wissen, was zu tun ist. Solange du Shine trägst, hast du unendlich viel Leben und hältst viel mehr aus als normal. Du schaffst das schon. Mögen die Lenker mit dir sein. Also wir haben unendlich Leben. Lenker? Aber wenn du Shines Träger warst, wieso hast du dann keine Leben mehr? Hä, schlaues Kerlchen. Das liegt daran... Oh. Okay. Also, angeblich haben wir jetzt unendlich Leben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nicht, dass jetzt hier gleich ein Gegner kommt. Ach, verdammt, sieht aus, als stecken wir bis zum Hals in der Scheiße, Kleiner. Ich kann sogar reden. Was? Ganz genau. Genau das habe ich gebraucht. Ein Vollzeitjob als Babysitter. Du bist kein legendärer Krieger, das sehe ich, aber wir tun unser Bestes. Du musst mich einfach nur zum König bringen. Ich melde mich einfach, wenn ich was sehe, das wir gebrauchen können. Versuch einfach, nicht alle zwei Schritte zu sterben, okay? Ja, wie geht die Tür jetzt auf? Ah. Jetzt mal gucken. Ich glaube, wir haben sogar auch unendliche Munition. Was ist das hier? Oh. Nice. Schaut mal an, voll zerrissen. Okay, da müssen wir natürlich jetzt aufpassen auf die Dinger hier. Komm her. Die sind schon mal weg. Jetzt klappen wir lieber erstmal nach, bevor wir hier weitergehen. Komm raus. Wo ist denn das hin? Was ist jetzt? Ah! Okay, da müssen wir uns natürlich dann beeilen. Was ist das? Dieses Zeug, das hier einfach so herumschwebt, ist echt klasse. Das hier ist übrigens mein neuer Laser-Ziehmarkierer. Der zieht wesentlich besser als du und ich muss ihm auch nicht ständig die Windeln wechseln. Ah. Ach so, hier ist dieser Endboss, ey. Ah ja, ihr schaut hin, unser Lebensbalken unten füllt sich dann mal wieder auf, wenn wir getroffen werden. So, jetzt lassen wir, glaube ich, hier erstmal das Feuer rauskommen, oder? Es kommt gar nicht. Gehen wir erstmal in Deckung hier. Hä, was ist jetzt? Warum rennen die wieder von selber zurück? Hey. Oh. Hey, wir müssen höllisch aufpassen. Sobald wir einmal getroffen werden, glaube ich, sind wir komplett tot. Also, ich meine halt richtig getroffen. Nicht so wie jetzt hier. Aber wenn halt einmal so ein Viech hier uns erwischt, glaube ich, sind wir sofort tot. Kann man das hier mitnehmen, das Zeug? Ne. Na, hier sind auch noch welche. Oh, komm.
Was war das jetzt? Eine Bombe oder was? Nee. Aber dann mal die Sachen können wir mitnehmen, was hier rumschweben. Na sowas, du bist nicht so dumm, wie du aussiehst, Kleiner. Du hast die Fernsteuerungserweiterung gefunden. Damit kannst du abgefeuerte Kugeln lenken, zumindest in einer begrenzten Reichweite. Mal schauen, wie das hier funktioniert. Lenkbare Kugeln, wow, wie funktioniert das? Zum Glück gehört auch eine nette Anleitung für deinen Lenker dazu. Damit sie wissen, wie das geht, lass uns mal sehen. Wähle die Fernsteuerungserweiterung mit LB, okay, mit Q, weil ich spiele ja mit Tastatur. Drücke Maus Left zum Schießen. Kannst die Kugel steuern, die Geschwindigkeit einstellen, um die Kugel extrem schnell abzufeuern. Okay, das werden wir jetzt mal probieren. Halt, wir müssen erstmal auf Q hier drücken. Ah! Okay. Okay, und wenn wir dann nochmal auf linke Maustaste drücken, dann schießt die hier auf jeden Fall voll ab. Oh, was ist denn jetzt? Ah, ich habe gedacht, wir können jetzt hier hochgehen. Ja, das wissen wir schon, wie es funktioniert. Dann müssen wir mal gucken, wo muss ich denn hier hinschießen? Vielleicht auf das Blaue hier hinten, ne? Halt, umstellen. Na komm, flieg mal schneller. Glaube ich, war richtig, oder? Ja. Na, ist schon cool, ey. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Nee. Was für ein Riesenschlüssel. Halt, die können wir wieder umstellen hier. Was ist hier? Sowas mit dem Totenkopf gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Okay, tut sich überhaupt nichts. Oh, jetzt kommen die Viecher. Nein! Hoho. Alter, da zerreißt uns einen kompletten Jungen. Hier rollt der Kopf davon. Wie brutal ist dieses Spiel überhaupt? So. Also die hier kommen aus dem Boden raus. Müssen wir höllisch aufpassen. Jetzt glaubt man lieber erstmal nach. Wie viel Schuss haben wir? 10. Boah, unser... Wir sind fast tot. Kann ich hier runterschießen? Nee. Ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, doch diese Lenkkugeln hier nehmen. Ach, der schießt sogar auf meine Kugeln. Ja, wie kommen wir jetzt hier am blödsten hin? Oder wir machen doch hier das Schnellfeuer. Oh, ne. Das hat natürlich dann überhaupt nichts gebracht. Ah, wir können hier die Schnur durchschießen. Schaut mal hier hin. Hier drüben. Yes, genau so. Also auch ein bisschen hier mit Rätsel verbunden, ne? Nein, wie komme ich da hoch? Ne, das können wir leider nicht mitnehmen hier. Ah. Eine Schatztruhe. Cool, jetzt passt eine extra Kugel ins Magazin. Ah, wir haben jetzt 11 Kugeln. Aber ich komme hier leider nicht hoch. Weil das hier, glaube ich, könnten wir bestimmt mitnehmen. Mist. Wir haben das hier liegen lassen. Das wäre bestimmt irgendwas Cooles gewesen. Alter, wir haben den seinen Kopf weggeballert. Wie blutig ist dieses Spiel? Das ist wirklich verdammt blutig. Was ist denn das da? Hey! Natürlich geht uns jetzt die Munition aus. Nein! Also ich sehe schon, wir werden hier verdammt oft sterben. Der Wahnsinn. Das ist wirklich blutig. So, mal nachladen hier. Jetzt gehen wir mal schön nach vorne.
Ja, schmeißen hier die Fässer auf uns. Oh, was ist das? Ich glaube, wir brauchen diese Lenkkugel. Ja, aber wie komme ich da bis da hoch? Machen wir es mal so. Ey! Da muss ich hier oben drüber schießen, oder? Komm. Nee, wie komme ich jetzt am blödsten hier hoch mit meiner Waffe? Mal gucken, ob der... Der kann auf jeden Fall hier runter auch schießen. Aber wir kommen irgendwie aus diesem Ding hier nicht raus. Aus unserem Kreis doch, jetzt schon. Aber hier nicht. Tja, was müssen wir denn hier machen jetzt? Kann ich irgendwo hier durchschießen? Ne. Er kann's, aber wir nicht. Also wir können uns in diesen Kreisen hier bewegen. Das ist schon mal klar. Aber mehr aber auch nicht. Und dann fliegt nämlich die Kugel einfach nur runter hier. Jetzt mal gucken, ob wir die Kugel... Irgendwas haben wir jetzt, glaube ich, übersehen. Vielleicht müssen wir die Patrone irgendwie dann zerschießen, wenn sie gerade erst rauskommt. Ne, es geht auch nicht. Ja, sag mal. Oder müssen wir immer hier auf die Waffe schießen? Das wird, glaube ich, auch nichts bringen. Irgendeinen Trick gibt es hier dabei. Aber welchen? Tja, müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir das jetzt am blödsten machen. Geh weg. Also hier ist ja klar, können wir uns ganz normal in diesen Kreisen hier bewegen. Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Aber sobald wir aus diesem Kreis hier rauskommen, geht die Kugel unter. Boah, jetzt sind wir tot. Tja. Der Schnellschuss bringt irgendwie auch nichts. Gibt es hier irgendwas auf das, was wir schießen können? Oh, geh weg. Wir müssen irgendwas hier kaputt schießen, damit wir hier raufkommen. Aber was? Mal schauen, ob wir da so hinkommen. Nee. Ja, da kommen wir... Boah, schon wieder zermetzelt. Boah, wo muss ich denn hier hinschießen? Wieso kann er doch alles durchschießen, aber ich nicht?
Probieren wir mal über diese Geräte hier. Ne. Das ist ja blöd. Wenn wir mal höher gehen. Ne, geht auch nicht. Ja, bis zu einem normalen, bis zu einer bestimmten Reichweite können wir mit diesem Ding hier schießen. Das weiß ich ja. Aber geht's wirklich weiter nicht wie das hier? Also was mache ich denn jetzt hier falsch, warum das nicht funktioniert? Da können wir irgendwas... Ah, Moment, es gibt ja noch einen erweiterten Modus. Eine erweiterte Sicht. Müsst ihr nochmal schnell gucken, welche Taste das war. Erweiterung wechseln auf Q. Auf Q, das war doch nur unsere Waffe hier. Ne, also mit diesen Sachen hier können wir irgendwie überhaupt nichts machen. Leute, ohne Scheiß, bin ich jetzt so blöd oder weiß ich nicht, wo ich hier hinschießen muss? Es muss doch irgendeinen Grund geben, dass wir da nicht hinschießen können. Wir kommen einfach nicht so weit hier hin. Aber warum nicht? Irgendwas hat es mit diesen Geräten hier auf sich. Oh, jetzt hat mich meine eigene Kugel erwischt. Ah! Ich weiß es, ich weiß es. So, wir schießen die jetzt einfach hier hoch. Dann lenken wir die zu dem und dann drücken wir auf die linke Maustaste, dass die dann voll abgeht. Das müsste eigentlich des Rätsels Lösung sein. So, jetzt werden wir es nochmal probieren und ich glaube, das war es wirklich. So, jetzt mal hier hochschießen. Dann lenken... Oh, shit. Dann lenken wir hier rüber und dann... Ja, genau so geht's. Ich weiß es. Jetzt komme ich aber... Komm. So, jetzt nochmal probieren. Schnell. Genauso müsste funktionieren. Yes, da haben wir's. Also geht doch, nach ein bisschen Überlegung. So, wie kommen wir jetzt zu dieser Schatzkiste hier hoch? Mal schauen, ob wir hier reinkommen. Ja. Also hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben es rausgebracht. Wir haben wieder eine Kugel mehr. Wow, eine ganze Kiste voller Elektrokugeln. Die habe ich ja ewig nicht mehr abgefeuert. Cool, und wie lade ich die? Unglaublicherweise gibt es auch für die eine Anleitung für deine Lenker. Was genau bringen diese neuen Kugeln? Leider lassen sie dich nicht schneller erwachsen werden, aber sie haben eine fatale Wirkung auf alle Maschinen, Roboter und ähnliche Dinge. Wähle die Elektrokugeln mit E. Viel Spaß, okay. Also, auf Q wählen wir unseren Schussmodus und auf E die Munitionsart. Dann suchen wir uns mal einen Roboter und testen die gleich mal. Ist es einer? Oh, schnell hier weg. Ist es euer Ernst, Leute? Also, wir sterben wirklich ziemlich oft. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ja, aber das bringt ja doch nichts. Ja, was muss ich denn machen? Wo muss ich denn hier hinschießen? Jetzt geht es schon wieder so los.
Also hier, irgendwas ist hier mit Elektro, das ist mir schon klar. Muss mir da vielleicht hier hinschießen? Irgendwie an das Ding hier. Das werden wir jetzt mal gleich probieren. Wir gehen jetzt mal ganz schnell hier hin. Komm. Boah, schon wieder tot. Also ich glaube, an den Roboter müssen wir gar nicht hinschießen, sondern irgendwie an das Ding hier, oder? Ich komme hier gar nicht weiter. Na, sag doch mal. Ah, jetzt! Also, habt ihr das gesehen? Wir müssen nur die Raketen ausweichen, bis er keine Raketen mehr hat. Mal sehen, wohin das führt. Wow. Ach so, wie so ein Überlebenlager, oder? Was, unsere Mutter? Rice, ich dachte, ich hätte dich verloren. Mir geht's gut. Zusammen mit Shine habe ich es hierher geschafft. Und was ist mit Dad? Ich habe seit Ausbruch des Krieges nicht von ihm gehört. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Dad ist einer der der besten Krieger, die für uns kämpfen. Er kommt bestimmt durch. Boah, das ist so voll der Bär, ey. Rice, ich bin froh, dass du in Ordnung bist, Kleiner. Wo hast du Shine gefunden? Zauberer, der legendäre Krieger, hat ihn mir gegeben, bevor er starb. Die Weltraumgrunzer haben ihn getötet. Oh, das sind schlechte Nachrichten. Der legendäre Krieger ist tot. Das bedeutet, dass du jetzt der Träger von Shine bist, Rice. Als du die Waffe aufgenommen hast, wurde eine mächtige Verbindung zu den Lenkern geschaffen. Jetzt haben die Lenker die Macht über all deine Taten. Dank ihnen hast du vielleicht eine Chance gegen die Grunzer. Ich fürchte, eure Verbindung kann nur gebrochen werden, wenn der Lenker, der dich steuert, dies zulässt. Deshalb kannst du Shine an niemanden weitergeben. Tut mir leid, Kleiner. Aber der legendäre Krieger hat gesagt, ich soll Shine zum König bringen. Ah, der König allein weiß, wo sich unsere ultimative Waffe befindet. Und Shine ist der Schlüssel dazu. Es heißt, dass diese Waffe jede Bedrohung für unseren Planeten vernichten kann. Vielleicht eine gute Gelegenheit, das mal auszuprobieren, oder? Aber es ist gefährlich, allein zu gehen. Mega krass, hier wird dich zum Palast bringen. Er hat auf dem Weg hierher schon 300 Grunzer erledigt, nicht wahr? Das ist auch voll der Bär. Siehst du, viel Glück, Reis. Das Schicksal von Millionen liegt nun in deiner Hand, Kleiner. Wollte ich immer schon mal sagen. Sieht aus, als müsste ich den Planeten retten, Mom. Ich wünschte, jemand anders könnte diesen Quest übernehmen, Rice. Aber jeder in Game Art muss früher oder später das Universum retten. Dein Vater macht das etwa alle 2 Jahre und ist immer wieder heimgekehrt. Pass gut auf dich auf, mein Sohn. Mach dir keine Sorgen, Mom. Bis bald. Mögen die Lenker meinen Sohn beschützen. Ja, wir passen schon auf ihn auf. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 20 Mal gestorben oder was, aber das wird schon funktionieren. Alter, was für ein Bär. So, Leute. Das war's erstmal mit Rise and Shine. Wir werden dann in der nächsten Folge genau ab hier weiterspielen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und lasst doch mal einen Kommentar hier, wie ihr das Spiel so findet. Also vom Grafischen wirklich ist es top gestaltet. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Und man muss noch dazu sagen, es ist verdammt blutig. Also lasst mal einen Kommentar hier. Würde mir auf jeden Fall interessieren. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euch nur einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.